Ich möchte dazu nichts sagen. Wie gesagt, wir halten uns aus der Politik und den Angelegenheiten des Sultans heraus. Junge Dame, ihr könnt uns vertrauen. Wir sind weitgereiste und gutgesinnte Helden. Ich sehe in euren Augen eine gewisse Furcht und Angst, die auch mich umtriebe, wenn ich an eurer Stelle wäre. Aber es ist wichtig, nicht nur für Talusa, sondern für ganz Aventurien, dass wir diesen Mann finden. Er hat etwas Wichtiges, das möglicherweise dazu beitragen kann, gegen das Jahr der Fluten vorzugehen. Alles, was ihr uns sagen könnt, würde uns sehr weit helfen. Nein, ich helfe euch nicht. Geht zur Karawanserei und verschwindet. Sucht den Meister des Flusses auf dem Knüppeldamm und lasst uns und die Politik in Frieden. Wir mischen uns nicht ein. Letztes Mal brannte die Stadt, als ich euch geholfen hatte. Euch und den Fremdländern. Wisst ihr, wie viele Menschen dabei umgekommen sind, nur weil ich einmal kurz geholfen habe? Ja, ihr habt mir nicht geholfen. Euch Fremdländern. Vor ein paar Wochen. Ihr seid doch alle die gleichen. Kommt hier hin mit dem Schiff und wollt dann den Sultan stürzen. Wie oft hat das denn schon geklappt? Also bitte, ich bin ein Zwerg. Ich habe nichts mit diesen anderen Aufrührern zu tun. Oder war da ein Zwerg dabei? Jetzt bin ich aber schockiert. Das ist schon etwas rassistisch, mich mit diesen gleichzusetzen. Was mein kurzgeratener Freund damit meint, ist, wir sind nicht hier, um am Sultan herumzukratzen. Wir suchen nur unseren Bekannten. Ja, das haben die Letztes auch gesagt. Und dann hatte ich sie zu dem Schankboot Shaman Nufarim geschickt und dann brannte die Stadt. Und jetzt schicke ich euch am besten zum großen Platz und zum Loch und dann befreit ihr ihn am besten und dann brennt schon wieder die Stadt und die Hälfte der Menschen kommt um. Nein, nein, das mache ich nicht. Ich sag euch nicht vorher. Er ist also im Loch? Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Seht ihr, so schwer war das doch gar nicht. Ach, verdammt. Einen schönen Nachmittag noch. Ihr habt Aventurien einen großen Dienst getan. Und macht euch keine Sorgen. In der Regel wissen wir, was wir tun. Überreden lügen. Wollte ich auch gerade sagen. Das ist hier so safe, überreden lügen. Das ist definitiv überzeugen. Egal, ich bringe beim gut. Ah, dann ist es jetzt Töpfern. Moment, ich habe keinen Charakter dafür. Naja, wir sollten uns jetzt aufmachen und euch nicht weiter belästigen. Ich wünsche euch einen schönen Tag hier an eurem Tempel. Schönes Gebäude. Auf dass die Fische gut beißen. Ja, das tun sie, aber ihr habt alles verdorben. Ich nicht, das waren die. Berge machen alles nur besser und nicht schlechter, merkt euch das. Und nicht so rassistisch sein hier, ne? Naja, Boltox, jetzt lass die gute Frau mal in Ruhe, die hat dir ja nichts getan. Die hat mich mit irgendwelchen dahergelaufenen Leuten gleichgestellt. Ich bitte dich, Rafim, mich! Nun, aus ihrer Perspektive betrachtet sind wir dahergelaufene Leute. Ihr seid Leute, ich bin ein Zwerg. Seht ihr den Unterschied? Wart ihr nicht gerade noch auf der Schiene, dass es ziemlich rassistisch wäre, Zwerge nicht als Leute zu betrachten? Jetzt schlagt mich nicht mit meinen eigenen Argumenten. Nun, ihr Seraphim Raiden, der schlägt euch mit euren eigenen Händen. Das hat er nur mit euch gemacht. Also, wenn du das möchtest. Suchen wir vielleicht nach Kanel Sidiana, welche Schwierigkeiten auch immer er sein mag. Ich denke, wir müssen da hinten über die Brücke. Das habe ich vom Schiff aus gesehen. Hervorragend. Wenigstens einer kennt sich aus. Ja, ich hab Augen, das ist richtig. Soll ich vorgehen? Und habt ihr einen Plan? Denn erst einmal reden wir mit dem Mann und finden heraus, in welchen Schwierigkeiten er sein mag. Ich bin mir nicht sicher, ob man so einfach mit den Leuten reden kann, die unten im Loch sitzen, die werden noch schlecht bewacht. Und dann reden wir mit Leuten, die da vorne sind. Aber mit irgendwem kann man immer reden. Hört auf zu denken und fangt an zu marschieren. Ja, richtig. Wir gucken uns das erstmal an und dann können wir immer nur überlegen, mit wem wir reden und warum und wann. Wir reden schließlich nur ganz entspannt mit Leuten, tauschen ein paar Nettigkeiten aus, ein klein wenig Trinkgeld und sehen, wo wir hinkommen.
Also, dass wir beide mal einer Meinung sind, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ihr wöhnt euch nicht dran. Na, es hat schon was. Aber ja, lasst mich vorgehen und ihr folgt, dann tritt euch auch keiner auf die Füße. Und mit diesen Worten würde ich mal vermutlich an der Wasserfront entlang in Richtung Brücke laufen. Okay. Dann könnt ihr noch relativ unbeschadet durch die Südstadt gehen. Euch fällt auf, dass es eine ganze Menge Bettler hier gibt. Ja, ihr werdet selbstverständlich auch angesprochen, gerade wenn ihr Fremdländer seid und von weit her gereist. Das sieht man euch auch an der Kleidung vor allem an. Ja, dann könnt ihr zumindest zu der Brücke kommen, die Brücke der drei Töchter, vor dem sich wieder ein paar Händler aufgestellt haben, die euch jetzt vor allem dann auch warnen, über die Brücke zu schreiten. Effendi, Effendi, wartet, ihr könnt nicht einfach über die Brücke gehen. Kommt her, komm ran. Ja, wieso? Die Brücke sieht stabil aus. Boldax, die Brücke sieht stabil aus, richtig? Ja, sie wird dich tragen und sie wird auch mich und Schnabelmeer tragen. Das heißt, sie sollte alle anderen auch tragen. Effendis, ja. ihr müsst den drei Töchtern opfern. Jeder weiß in Talusa, die Brücke der drei Töchter. Ihr könnt nicht einfach daran vorbeilaufen. Ihr müsst für Burami, für Dalila und für Elmandazani müsst ihr Reiswein. Hier bekommt ihr Reiswein bei mir, ja? Einen guten Tropfen. Dort drüben bekommt ihr Blumen und dort die Räucherstäbchen. Ihr müsst sie opfern. Sonst müsst ihr die Rache der Wächterinnen fürchten, ne? Seht ihr dort oben die Kraniche und die Lotusstarre? Auf welcher Sprache sagt ihr das? Auf Tulamidio. Ich verstehe nichts. Was sagt er? Ja, also hier sind wohl drei Schwestern und wenn man ihnen keine Geschenke macht, dann rufen sie die Kraniche. Lass mich mal überlegen, vielleicht habe ich davon ja schon mal gehört. Ja, ich würde auch gerne Götter und Kulte würfeln. Sagen und Legenden. Achso. Sagen und Legenden? Sagen und Legenden. Schaffe ich auch nicht. Tulamidisch? Das ist vor allem jetzt Talusa, ja. Also wenn du eine Ortskunde Talusa hast, aber das hast du ja selbstverständlich nicht. Tulamidische Märchen würde ich mit einem Punkt zählen lassen, ja. Ja, dann zieh einen ab. Abel mir auch Tulamidenland als Spezialisierung? Natürlich. Natürlich, weil du genau weißt, dass wir hier oft verkehren. Exakt. Das hat aber die viel bessere Spezialisierung als Tulamidische Märchen. Das ist aber auch ein Tulamidisches, das ist ein Tulamidisches Märchen, zählt natürlich auch. Aber auch nur ein halber Punkt, weil es eben sehr lokal ist. Ja, ihr wisst, dass, oder zumindest einige von euch wissen, dass der Baumeister damals der Brücke, der hat seine drei Töchter hier eingemauert, in jeden der Pfähle eine. Und ja, so gibt es hier auch kleine Statuen und Altäre, die an den jeweils drei Brückenpfeilern stehen. Und die Sage sagt, wer ihn nicht opfert beim Herübergehen, der wird von den Kranichen zerhackt. Nun gut, wir werden wahrscheinlich einige Taler opfern müssen, aber das ist nur noch Kleingeld. Na dann bezahl den Mann, Abelmir. Naja, Abelmir, ich habe davon noch nie gehört, was soll das Problem sein? Also sitzen da jetzt irgendwo gleich drei Frauen oder was ist das Problem? Nein, das ist ein örtlicher Brauch und wir sollten ihn befolgen, um nicht kein Aufsehen zu erregen. Abelmir bezahlt die Brücke. Naja, wie du möchtest, Abelmir, ist ja dein Geld. Ich weiß nicht mal, wo ich dir dann drei Silbertaler geben, keine Ahnung, um die Sachen zu kaufen. Ich weiß nicht mal, was das kostet. Er sagt, was wollt ihr mit dafür haben? Zwei Eisenmünzen. Nehmt das Silber. Kleiner habe ich es nicht. Oh, Effendi, ihr seid großzügig. Ihr seid Mann von Ehre. Vielen Dank. Dort an den drei Pfeilern? Hier und dort drüben. Gibt es irgendwas, was beachten müssen? Nein. Kauft einfach nur diese Weihgaben und legt sie dann an den jeweiligen Altären aus. Dann werdet ihr verschont von der Rache der Töchter. Nun gut, dann werden wir das wohl tun. Man sollte schließlich gut stellen mit den örtlichen Bräuchen. Wessen Töchter? Des Baumeisters. Er hat sie wohl eingemauert.
Was? Warum das? Nun, ich weiß nicht, warum er hat das getan und... Um den Zorn des Flusses zu besänftigen, Effendi. Ich verstehe es nicht. Er spricht ja nicht meine Sprache. Er sagt, ja. um den Zorn des Flusses zu besänftigen, hat er seine drei Tochter geopfert. Und nun ja, wir opfern jetzt diesen Gedenken. Es ist nicht so unüblich, dass bei bedeutenden Bauwerken, deren Gelingen ungewiss ist, Menschenopfer dargebracht werden. Oder wurden. Nun, das haben wir Zwerge nie getan. Wir machen eigentlich dann direkt gute Qualität. Ja, ihr wollt das Abel mir mal seine Teilchen da hinlegen und dann können wir ordentlich über die Brücke gehen. Ich glaube, du versperrst dir die halbe Brücke mit Schnabel mir. Und folgt mir einfach. Ich würde dann zu den drei Pfeilern hingehen und jeweils dann die Reis, den Wein und... Reiswein. Reiswein, genau. Blüten und was noch hier? Räucherstäbchen. Räucherstäbchen. Wahrscheinlich muss man die anzünden vorher, aber ja. Ja, gibt's da ja auf alle Fälle. Also es ist ein kleiner Altar und da steckt dann noch jeweils vor einer Statue die Räucherstäbchen alle in einem Ding drin. Dann kannst du Tropfen vom Reiswein vergießen. Da ist da so eine große Schale, die dann auch übergelaufen ist und an einer Stelle liegen Blumen, teilweise verwelkt, teilweise frisch, also von in jedem Zustand. Also jeder, der hier rüber geht, wenn es auch nicht viele sind. Die Stadtbevölkerung bleibt eigentlich im Süd- oder im Nordteil. So Reisende laufen dann natürlich auch von A nach B oder auch dann Wächter. Das sind dann auch so dementsprechend die Devotionalien. Ja, ich würde dann auch jeweils meine Hand küssen und mit der Hand dann diesen Brückenpfeiler berühren als Geste der Dankbarkeit. Du siehst auch, wie über dir dann die jeweiligen Vögel laut krächzen. Und dich mit ihren bösartigen Augen anblicken. Wie Inbrunst, mit der ihr lokalen Aberglauben nachgeht, ist wahrhaftig beeindruckend, Davemir. Nun ja, ich finde dieses Lokalkorrid nun ja entspannend und amüsant. Zweifelsohne der horasische Einschlag in euch. Das ist nicht das, was mir einfallen würde. Ich finde, es gebietet der Respekt gegenüber den Toten. Nun, so oder so. Ist der Fluss nun besänftigt? Es scheint so. Hervorragend. Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Ja, so könnt ihr auf die andere Seite treten, an dem Talusim, der unter euch braust und strömt vorbei. Und dann der Straße folgen, auch ausgeschildert in Richtung des Marktplatzes bzw. Platz der Sonne, wo ihr dann auch den großen Praios-Tempel erkennen könnt, der dann irgendwo vor euch aufragt, was euch auf alle Fälle als erstes auffällt. Auch dort gab es Brandspuren vor relativ kurzer Zeit, gerade im Nordteil der Stadt. Und je weiter ihr zum großen Platz kommt, desto mehr Brandspuren gibt es. Einige schwelende, rauchende Ruinen oder aber dann Bettler, die daneben sitzen. Gerade der Nordteil hat unter dem Talusa Frühling sehr gelitten. Und auch der große Platz, der ist zwar jetzt wieder im Aufbau. Es gibt einige merkwürdige Konstruktionen aus Holz, die versuchen, das Ganze wieder nach oben zu ziehen. Auch das Wächterviertel, wo dann... muss gerade mal schauen, die Garnison untergebracht ist, hat wohl eine ganze Menge an Brandschaden davongetragen. Der Novadi-Tempel ebenso, ist auch noch weiter verschlossen. Aber gerade am großen Platz gibt es viele Brandspuren. Und wenn ihr dann auch zum Praios-Tempel kommt, könnt ihr davor eine ganze Menge an Wächtern erkennen oder Richtern, die dann hier in einer Praios-ähnlichen Kluft herumlaufen. Und dabei dann auch nach euch Ausschau halten, wenn ihr dann in die Richtung kommt. Ist der Platz denn sehr beliebt oder ist der menschenleer? Doch, der Platz ist relativ voll, möchtest du meinen. Eine ganze Menge an Tagelöhnern oder Händlern, die dann versuchen, so ein bisschen mit der Menge zu spielen. Das, was dir angeboten wird, ist aber auch keine Nahrung, sondern irgendwelche Handwerksdinge, die da aus Holz geschnitzt sind oder aus Ton hergestellt worden sind, Keramiken, sowas in der Art. Ja, und während ihr euch noch umseht, könnt ihr erkennen, wie jetzt zwei Wächter in Begleitung von 5 weiteren Wachleuten auf euch zukommen. Der Mitleidlose grüßt euch.
Praios mit euch. Was seid ihr denn für eine Truppe? Naja, ich bin ein Diener des Mitleidlosen. Und ihr? Wir sind die Diener von Talusa. Ja, schön hier. Was treibt euch in diese Stadt? Naja, ehrlich gesagt, das Reisen. Geschäfte. Und welche Geschäfte? Nun ja, wir kaufen und verkaufen Sachen. Ihr seht mir nicht aus wie ein Händler. Das ist richtig, ich bin nur eine Begleitperson. Ihr seid ein Magier? Das ist wohl offensichtlich. Mit einer schwarzen Robe? Ihr seid sehr scharfsinnig. Ihr müsst wahrhaftig aufhören, eure Merbel mir bei diesem Wetter schwarz zu tragen. Es steht euch nicht zu Gesicht. Ihr seid ein Brabaki. In der Tat. Gibt es den Haarschnitt weg oder der Akzent? Der Akzent. Ein Schwarzmagier aus Brabak. Wir haben, wenn ihr so wissen wollt. Seid ihr ein Nekromant? Nein. Ich werde sicher euch, mit Nekromantie will ich nichts am Hut haben. Gut. Wen möchtet ihr nun also sehen? Händler von weit her. Kapitän, ja, warum sprecht ihr nicht mit dem Mann? Braucht ihr einen Führer? Nun, wir sind gerade erst angekommen und wollen uns ein wenig die Stadt ansehen. Das sagtet ihr bereits, auch dass ihr Händler seid und dass ihr Dinge erwerben mögt. Noch einmal die Frage, braucht ihr einen Führer? Durch die Stadt? Ja. Nun, wenn ihr uns einen zur Verfügung stellen könnt. Was wollt ihr dafür? Wir werden bereits vom Sultan bezahlt. Aber doch sicherlich nicht, um Fremde in der Stadt herumzuführen. Seit den letzten paar Wochen schon. Ich verstehe, dass es einen Zwischenfall gab. Richtig, Effendi. Wir versichern euch, dass wir keine derartigen Bestrebungen haben, diese schöne Stadt zu beschädigen oder sonst wie zu malträtieren. Ich bin mir sicher, Abelmir, diese Maßnahme ist mehr zum Schutz der lokalen Bevölkerung und zu unserem, was das angeht. Verstehe ich euch richtig? Richtig. Die Bevölkerung hat sehr gelitten. Von daher schlage ich doch vor, dass wir dankend annehmen. Also gut. Wir können nicht ablehnen, nicht wahr? Effendi, ihr solltet nicht ablehnen. Ich würde ihn gerne auf den Kopf watschen, aber ich bin froh, dass wir unter Leuten sind. Effendi, ihr solltet nicht ablehnen. Diese Stadt ist sehr gefährlich, nicht wahr? Naja, also wenn ihr unbedingt mitkommen wollt, könnt ihr gerne mitkommen. Wollt ihr vorne laufen, hinten laufen, was euch lieber? Wir folgen. Ja, wie ihr möchtet. Ja, und so habt ihr Schatten. Worüber habt ihr jetzt gesprochen? Die Herren werden uns durch die Stadt begleiten. Das ist aber nett. Viel habt ihr ihnen gezahlt? Gar nichts. Deine Bemühung, um sicherzustellen, dass wir kein Schindluder treiben. Nun, wir sind Helden mit der weißesten aller weißen Westen. Das würden wir sowieso nicht, also ist es eine nette Unterstützung. Außerdem kennen sie vielleicht gute Gaststätten oder so etwas. Sie wohnen ja immerhin hier. Zweifelsohne. Macht am besten einmal, wo man das beste Bier bekommt. Das wäre ein guter Anfang. Ich nicke freundlich und tue dies nicht. Sagt einmal, guter Mann, wie heißt ihr? Mahmed. Mahmed. Dieses Loch dort vorne am Boden, wozu dient es? Um Gefangene zu bestrafen und ihnen den Richtspruch des Richters vorzuführen. Interessant. Habt ihr keine Gefängnisse? Die sind sehr schnell leer. Wir brauchen keine Gefängnisse.
Unsere Stadt und der Sultan sind sehr gerecht. Ist es verboten, dort hineinzusehen? Nein, es ist sogar erwünscht. Ihr könnt dort vorne bei den Händlern faule Tomaten erwerben, wenn ihr mögt. Oder Schlamm, falls ihr nicht so sehr viel Geld haben solltet. Es erscheint mir dann doch etwas unwirtschaftlich, für buchstäblichen Dreck zu bezahlen. Auch das findet seinen Absatzmarkt. Naja, aber wenn ihr das jetzt schon so vorschlagt, dann gehe ich mir das noch mal eben anschauen. Eine gute Idee. Ja, so könnt ihr zum Sultanspalast gehen und vor dem Ganzen findet sich ein 4 Schritt tiefes Gelass, ein lehmiger Boden, ungefähr 1,5 Meter breit. Es sind verschiedene kleine Löcher, die da reingegraben worden sind, mit einem uralten Eisengitter verschlossen. Und ja, wenn du oder wenn ihr heruntergeht, kannst du sehen, wie dort noch ein paar weitere kräftige Wächter herumstehen, wohl auch begleitet von einem, das scheint eine Art Rasrak-Geweihter zu sein. Zumindest verfügt er über unglaublich viele Tätowierungen auf seinem Kopf, auf seiner Brust. Der kann sich auch mit Rafims Statur messen, sehr, sehr gewaltig. Und auch mit seinem Schwert scheint er umgehen zu können. Zumindest könnt ihr dann an den Wächtern vorbeitreten und seht unten in der Grube einen zusammengesunkenen alten Mann sitzen. Ich nehme an, das ist unsere. Schlamm verdreckt, Schlamm verkrustet. Es ist keine Sitianer. Naja, ihr wisst es ja bestimmt, aber wir Chorgeweihte betätigen uns ja auch öfter mal als Strafrichter. Ist hier noch was frei in der Stadt oder wie sieht das aus? Der Richtspruch wird vom Sultan selbst verhängt. Na, ein Mann, der selber Hand anlegt, das ist natürlich auch sehr vernünftig. Nimmt uns natürlich aber auch ein bisschen das Geschäft weg, ne? Du kannst dich als Richter verdingen, wenn du willst. Naja, also zumindest wenn ich dann knapp bei Kasse bin. Was denkt ihr denn? Was kann man denn hier so verdienen? Viel Ruhm und Ehre für den Sonnenbullen. Er gibt dir seine riesige Hand. Ich bin Mustafa. Mustafa Sonnenbart. Der Waffenmeister. No. Vielleicht klingt das jetzt unhöflich, aber seid ihr einer von... Ich habe gehört, ihr soll irgendwie so ein Tempel in der Stadt sein. Wie hieß der nochmal? Seid ihr so einer? Ich gehöre zum Sonnenbullen, ja. Passt das jetzt nicht falsch auf, aber könnt ihr mir ein bisschen mehr dazu sagen? Rasrak, der wilde Stier, der sich um seine Erde kümmert. Was wollt ihr wissen? Naja, wenn ihr wollt, können wir uns in 3 Stunden im Tempel treffen. Naja, das klingt jetzt ja schon faszinierend. Ich kann euch eine ganze Menge dazu erzählen. Ich bin schon seit langer Zeit hier. Sag doch einmal, was hat dieser Mann da unten verbrochen? Nekromantie. Grabschändung. Oh. Da freut sich der Herr Boron aber gar nicht, das kann ich euch sagen. Wenn ihr mit ihm reden wollt oder runterpissen, tut es. Ja, fass das nicht falsch auf, aber mit Grabräubern wechsle ich in der Regel keine Worte. Naja, ist das schon alles? Ich dachte, ich habe jetzt mehr erwartet. Oder habt ihr gerade nur einen gefangen? Naja, ihr habt ja auch gesagt, ihr macht hier schnell einen Prozess, ne? Schneller Prozess. Wann ist die Hinrichtung dann angeordnet? Heute zu Sonnenuntergang wird zumindest das Urteil verkündet. Der Sultan selbst kommt dann aus seinem Palast und hat sich entschieden, was er mit ihm tun wird. Aber wenn ihr mich fragt, steht auf Grabräuberei und Nekromantie nur das lebendige Einmauern. So viel habe ich schon gelernt. Jo, habt ihr den Tempel deswegen dazu gemauert? Sind das auch alles Grabräuber? Nein, die Novadis, die haben wir so eingemauert.
Wäre die passende Bestrafung nicht eher die lebendige Bestattung? Lebendig eingemauert, ja. Und was weiß ich schon über ptolemäische Grabriten? Naja, wenn ihr wollt, das gesamte Volk ist nachher eingeladen. Zu Sonnenuntergang kommt er raus. Ist ein großes Spektakel. Nun, wenn man sowieso schon in der Stadt ist, kann man es wohl kaum verpassen.